Jeder baut sich so eine Art, so eine Lebensreferenz auf, wie er sich gerne darstellen möchte auf Instagram. Ganz anders bei Snapchat, da ist das echt Kommunikation. Ich kann immer nur einen Trend geben, das ist Snapchat jetzt gerade. Und von daher ist auch für den, der sich's anschaut, vielmehr das Gefühl der Teilhabe. Dass wir dann sicherlich da Öl ins Feuer gießen der Oberflächlichkeit. Nur was ein Grundbedürfnis befriedigt, burnt so los wie diese Tools, die wir hier an der Wand sehen. Egal, ob sich Snapchat gerade durchsetzt oder nicht, auch in allen Bereichen, aber die prägen gerade echt das Videoverhalten von einer ganzen Generation. Man muss auch wirklich aufhören, damit offline und digital gegeneinander auszuspielen. Aber man muss sich trotzdem die Frage stellen, was passiert damit? Je jünger wir werden, desto kompetenter werden wir, was die modernen Medien angeht. Und vor allem geiern doch alle nach Likes. Mein persönlicher Snapchat-Account ist so meine Spielwiese. Ich gucke abends mittlerweile viel lieber noch eine Runde Snapchat als eine Runde Fernsehen, weil ich das Gefühl habe, so an Menschen, die mir wichtig sind, da näher dran zu sein. Wenn man in der Werbung arbeitet, merkt man, dass Facebook gerade bei einer jüngeren Zielgruppe einfach nicht mehr aktuell ist. Also auf Social Media ist man eigentlich nie authentisch. Einen anderen Eindruck als so einen linearen, gesteuerten Eindruck bekommt. Also das finde ich eigentlich ist einer der Hauptvorteile von Snapchat. Ja, momentan bin ich auf Instagram, Facebook, Twitter und jetzt gibt es ja Snapchat auch. Da bin ich noch nicht. Nee, Alltag nicht. Also meine Familie etc., Privatleben, das ist nicht für Instagram, das ist privat. Social Media ist so etwas. Also für mich ist es zu unpersönlich. Ich glaube, man traut sich mehr, wenn man eben anonymer bleibt. Also im Endeffekt dasselbe menschliche Verhalten, nur auf anderen digitalen Wegen. Sie leben eigentlich in der reellen Welt nur noch digital. Aber an sich, finde ich, sollte man dem sich nicht verweigern. Das ist nun mal der Zahn unserer Zeit.